Meine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der Entwicklung und Regeneration des Nervensystems. Nervenzellen sind miteinander über Nervenleitungen verdrahtet. Und wir möchten verstehen, wie diese Nervenleitungen überhaupt erstmal auswachsen. Nach einer Rückenmarksverletzung, da werden eben viele von diesen Nervenleitungen werden durchtrennt. Und das große Problem ist, dass diese Nervenleitungen nicht mehr wachsen können. Was wir letztendlich versuchen, ist, dass wir dieses Wachstumsprogramm reaktivieren wollen, damit wir eben auch Nervenleitungen zur Regeneration bringen. Die Nervenzellen, die haben genauso wie wir eben auch ein Skelett. Was wir zeigen konnten, ist, dass eben ein Teil dieses Skeletts, die Knochen, die sogenannten Mikrotubuli, die kann man stimulieren, dass sie eben wachsen und dadurch verlängern sie eben dann auch die Nervenleitung.